Willkommen, liebe Leute. Es geht heute um den Electromagnetic Propulsion Engine, Non-Polluting Engine. In Amerika fährt nahezu jeder schon mit solchen Antriebsmitteln, die Mr. Pomeroy ins Leben gerufen hat. Also den Antriebsmotor der Electromagnetic Propulsion Engine. Hat er zwar nicht erfunden, aber hat viel Werbung gemacht, hat Verträge geschlossen mit Firmen, auch in Europa, um diesen Motor, der in den unmittelbaren Verkehr, also in den Autoverkehr, involviert ist, ins Leben gerufen. Und dieser Motor macht es, also der ist basiert auf Magnetismus, ist deswegen umweltfreundlich. Also non-polluting, nicht verschmutzend. Und auch in Österreich gibt es schon eine Firma gibt es in Österreich, die den Antriebsmotor, also das solche Autos mit diesem Motor auch schon verkauft. Ich weiß aber nicht, wie die Firma heißt. Der Antriebsmotor ist auch leise. Es gibt nur ein Beschleunigungspedal und ein Bremspedal, kein Kupplungspedal. Und es ist auf modernster Technik aufgebaut und auch schön designt. Die Autos sind schön designt. Ja, ich bin stolz auf Mr. Pomeroy und er kann stolz sein auf seine Arbeit mit dem Team von Kalifornien, die die Technologie dazu erbracht haben. Und ja, eine wunderschöne Sache ist das. Zu alledem wurden die Bäume verherrlicht von Gott, dem himmlischen Vater, durch ein Gebet von mir zu ihm, dass die Autoabgase von den CO2 ausstoßenden Autos von den Bäumen gefiltert werden und die Fabrikabgase gefiltert werden von den Bäumen, sodass die Ozonschicht nicht zerstört werden kann und der Klimawandel ist sowieso gestoppt worden durch diese Gebete. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der abonniere bitte meinen Kanal. Wer schon hat, danke für die Treue. Dies war ein Electromagnetic Propulsion Video Engine, Non-Polluting Engine Video. Ihr könnt hier Musikvideos schauen, ihr könnt hier ein paar Präsentationsvideos schauen, ihr könnt hier Glaubensvideos schauen, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt und ein paar lustige Videos, Fun-Videos. Also danke fürs Zuhören, euer Mani. Tschüss Papa, bis zum nächsten Mal.